Hallo und herzlich willkommen zurück in Skyrim. Wir spielen heute weiter mit unserem Sam hier. Und ich sag's gleich im Vornherein. Es ist recht spät gerade. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich aufnehme für meinen Urlaub. Ich bin ja demnächst weg ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge während meines Urlaubs oder noch kurz davor seht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt gerade mitten in der Nacht auf und es wird keine sonderlich lange Aufnahme wahrscheinlich werden. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass in der Woche, in der ich nicht da bin, also die letzte Oktober, 1. November Woche, die Skyrim-Folgen vermutlich nicht diese üblichen 20 Minuten haben, sondern ich gehe mal davon aus, dass ich die etwas kürzer schneiden werde. Weil da muss ich nicht ganz so viel aufnehmen im Vornherein. So, ich erinnere mich, dass wir erst das Inventar leeren wollten, bevor wir weiterspielen. Weil mein Inventar ist proppevoll, deswegen gehe ich jetzt nochmal rein ins Prisenheim. Laufe geschicktermaßen an der Treppe vorbei. So. Und durchsuchen wir mal die Truhe. Und was können wir denn ablegen? Was haben wir denn schwere Sachen dabei? So, die orkische Streitaxt der Verzweiflung. Die lege ich jetzt einfach mal ab, weil sie recht schwer ist. Den Dämmerbrecher wollte ich dabei behalten. Warum trage ich denn? Was ist denn so schwer, was ich dabei habe? Was ist denn so schwer? Beschwörungen kosten weniger Magika. Ja, ich glaube, ich verkaufe dann irgendwo unterwegs mal was. Das heißt, ich gehe jetzt am besten nochmal schlafen. Ne? So, ich weiß, wir sind viel am Hin- und Herrennen. Oh, 2.52 Uhr AM, das entspricht hier fast der Realzeit. So, ich schlafe mal 5 Stunden. Wenn ich heute 5 Stunden schaffe, bin ich auch fröhlich. Ja, also, weiß, dass viele sagen, ach, das ist doch genau deswegen gar nicht nötig, irgendwie so vor aufzunehmen, wenn man in Urlaub geht und so. Und ihr wisst ja, ich habe die Projekte reduziert auf 3 Stück in meinem Urlaub. Ich habe ja eh relativ viele Projekte parallel laufen. Und schönes Wetter. Und ja, auf jeden Fall, die möchte ich schon auf jeden Fall, ne? Ich will reingehen. Die möchte ich schon auf jeden Fall einfach über meinen Urlaub machen. Den Anspruch habe ich an mich selber, dass ich euch trotzdem regelmäßig versorge. Ne? Wir wollen das ja nicht schleifen lassen. Wir haben kleine und, ich hoffe, dass euch das auch Freude bereitet. Weil das ist schon eine ganz schöne Mühe, das im Voraus zu produzieren. Und ich mache es aber auch gerne. Ich möchte an der Stelle vielleicht einfach nochmal Danke sagen dafür, dass ihr mir doch relativ treue Zuschauer seid inzwischen. So. Den Stahlplattenhelm des Beschwörers, der kommt weg. Die Handschuhe behalte ich, die Vampirrüstung verkaufe ich. Die Pelzstiefel der Feuerresistenz, die Scheiß drauf, die verkaufe ich jetzt auch. Der bescheuerte Dämmerwachthelm, 25% verminderter Schaden durch Vampirangriffe. Wenn du eine komplette Dämmerwachtrüstung trägst. So. Emerz. Einen leichten Elfenhelm. Den hau ich jetzt weg. Den will nicht in die Versuchung kommen, den wieder anziehen zu müssen. So. Handschuhe ist vorausgehend. Das Lederarmschiemen. Die kann ich weghauen. Die leichte Elbenstiefel habe ich auch nicht mehr an. So, jetzt sind wir schon mal wieder bei 200 vom Gewicht her. Was schleppe ich denn alles mit mir rum, was so schwer ist? Geschäfte zu machen. Gehen wir. So, ich möchte was mit Benoit Dinge tauschen. Ach Gott, der hat halt auch noch Sachen von mir, die weg müssen. Na, also die. Die in sein. Die einfach weg müssen. Schlichtweg. Die in die Kiste müssen. So. Jetzt schauen wir mal. Die Eisenpanzerhandschuhe wollte ich ihm geben. So. Ich habe 5 Talmoroben mit Kapuzen. Ich habe so viel Mist, den ich irgendwie verkaufen muss. Den ich irgendwie unters Volk bringen muss, ganz dringend. Jetzt schaue ich mal, ob
hier das noch jemand haben will. Also, ich glaub's ja nicht. Der steht ja auch nicht so auf Stoffrüstungen. Hallo, mein Kaji. Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Ja, das willst du wirklich nicht wissen. So. Kann ich ihm irgendwas andrehen? Den Met? Komm, weg damit. Redekunst verbessert, das gefällt mir. Aber da ist nichts. Werft einen Blick nichts darauf. Von Wert dabei. Aber ich brauche einen neuen Bogen, fällt mir ein, ne? Ich brauche einen neuen Bogen. Ich kann mir so einen Dwemer-Bogen holen. Ich hole mir so einen Dwemer-Bogen. Und ich hole mir auch die Dwemer-Pfeile, die er noch hat. Alter. Na, vielleicht nicht ganz so viele. Aber so. Bin jetzt schon wieder fast pleite. Es war mir eine Freude. Ich bin noch da. Nee, nicht mit Benor reden. Wir gehen jetzt mal hoch in die Feste. Schauen, ob ich bei dem Verzauberer noch Zeug loswerden kann. Und machen dann eine Verzauberung auf dem Bogen. Ich wollte mir eventuell noch leere Seelensteine irgendwo mitnehmen. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Aber das wird finanziell aktuell nicht mehr drin sein. Ich habe ein Talent dafür, mich hier zu verlaufen, ne? Weißlauf ist nun wirklich keine große Stadt, aber... Der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Was? Was mit den Stiefeln seines Vaters? Ich hab's nicht verstanden. Lecken möchte, habe ich das richtig irgendwie interpretiert? Oh. Also Leute, wenn ihr auf die Optik von Skyrim Wert legt, ich empfehle euch wirklich, installiert euch diese volumetrischen Wolken. Also das sieht doch extrem realistisch aus, wie die da in den Bergen hängen. Gefällt mir sehr gut. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich bin so ein Bergmensch. Ja, jetzt denken die Hälfte an Neandertaler und das stimmt auch. Das war eigentlich nicht das, was ich jetzt gemeint habe. Nee, ich mag einfach die Berge. Ich mag Berge und Wüsten unheimlich. Das sind so meine Landschaften. Und ja, die hier gefallen mir richtig gut. Da hätte ich Lust hochzusteigen und oben zu sitzen. Gut, da geht's lang. Dragon's Rage, die Drachenfeste. Ja, ich bin ein Bergmensch, ja. Ein Berg- und Höhlenmensch. Kennt ihr das, wenn ihr dann, also ich weiß nicht, das ist, man sagt immer, dass es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so viele Leute gibt, die auf sowas Wert legen oder die das überhaupt kennen. Ich habe aber eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, viele kennen das schon noch. Ich hoffe, unter euch Let's Play-Zuschauern ist es vielleicht auch so, dass ihr da noch, dass ihr Freude dran habt, einfach mal die rohe Natur kennenzulernen, ja. Also, was heißt kennenzulernen? Zu erleben. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Werft einen Blick darauf. Weil ich mag das sehr, also ich mag das wirklich, wirklich sehr, irgendwo zu sein, wo unter der Natur völlig erstmal ausgeliefert ist und damit, ja, klingt drastisch. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber naja. Das kommt weg. Das kommt weg. Das von Mara kommt auch weg. Ja, komm. Kann ich alles nicht gebrauchen. Ja, Dämmerbrecher. Der Ring der geringen Zerstörung. Na, hau ich weg. Die zwei. Oh, der Verkäufer besitzt nicht so viel Geld. Das ist aber schade. Kann ich von ihm irgendwas kaufen? Zum Beispiel Seelensteine. Ja, ich könnte. So ein paar kleine Seelensteine wären vor allen Dingen gut. Kleiner Seelenstein. So, die kaufe ich ihm ab. Davon kaufe ich ihm auch noch zwei ab. Dann kann ich ihm wieder Sachen verkaufen. Wegen der Schmiedekons behalten wir natürlich. Die hauen wir weg. Eine kriegen wir noch so. Gut. Das passt ganz gut. Mit der Traglast sind wir jetzt halt immer noch nicht so gut unterwegs. Aber egal. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die so. Akademie der Magier. Ich bin noch da. Tut mir leid, also ich bin in meinem Monolog jetzt natürlich gerade unterbrochen, weil ich mich hier mit was braucht ihr? Ein paar Sachen im Spiel beschäftige, aber ich glaube, ihr wisst auch im Endeffekt, worauf ich hinaus möchte. Ich bin so ein Naturbursche. Das hat der eine oder andere vielleicht schon gemerkt. Und
Ich finde es aber auch sehr schön und ich möchte euch das einfach ans Herz legen, euch auch mal, wenn ihr, voilà, naja, kann er behalten, wenn ihr da es eh nicht in eurem Alltag macht, geht euch mal wohin, mal, also sich der Natur ausliefern, wie ich das vorhin gesagt habe, muss ja nicht unbedingt gleich bedeuten, dass man irgendwas, wo man sich wirklich in Gefahr bringt, sondern einfach mal wirklich mehr oder weniger alleine auf den Berg hoch, vielleicht nur mit einem guten Freund oder sowas und sich dann oben einfach mal einen halben Tag hinsetzen, in die Menschenleere, wo man echt nur die Natur um sich herum hat und das einfach mal auf sich wirken lassen, einfach mal weg von der Zivilisation. Es ist, ja, ich will jetzt nicht von meditativ und sowas reden, aber es ist einfach was gute Erfahrungen sind, die man machen kann. Mal einfach mal nur mit sich alleine und der Natur um sich rum ist. So. Ich denke, ich mache wieder Feuerschaden drauf. Oder Frostschaden. Wir können natürlich auch mal Frostschaden, das geht auf die Ausdauer auch. Aber Feuerschaden macht zusätzlichen Damage, das mache ich. Und Frostschaden. Ladungen. Ah, da kann ich jetzt, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen, ich kann die Menge der Ladungen einstellen und dann die zusätzlichen Schadenspunkte, die es macht. Also 17 Ladungen sind natürlich nicht viele, ne? Wie fällt sich denn das beim Frostschaden? Frostschaden, bin ich bei 5 Punkte. Habe ich 30 Ladungen. Und beim Feuerschaden habe ich bei 5 Punkten 37 Ladungen. Dann bleibe ich weiter beim Feuerschaden und 5 Schadenspunkte, 37 Ladungen klingt gut. Und dann kommt da natürlich das so drauf, würde ich sagen. So. Herstellen. Gegenstand verzaubern. Ah, Feuer. Ein launisches Element. Oftmals ja. Tödlich, aber immer spannend. Sehr schön. Immer spannend. Das finde ich gut. So, ich hätte vorher vielleicht mal gucken sollen. In letzter Zeit hat es denn... Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ich hätte vorher mal gucken können, ob er vielleicht noch irgendwelche Verzauberungen hat, die vielleicht besser sind. So, ob Ballad, das wollte ich jetzt eigentlich nicht kaufen. Naja, egal. Was habe ich gerade gekauft? Zauberbuch Blitz, ne? Kenne ich schon den Zauber, glaube ich. Kann die eigentlich alle mal erlernen? Das kann ja nicht schaden. Habt, solltet ihr die Akademie der Magier so. Ein Winterfest besuchen. Jetzt gehe ich ein paar Sachen nochmal ausladen. An meiner Truhe. Und dann reisen wir in Richtung der Dämmerwacht auf jeden Fall. Um da mal das Quest abzugeben. Und hier haben wir doch schon einen Gargoyle wieder. Mit dem hatten wir es doch neulich erst zu tun, ne? Gerade eben eigentlich für euch. Für mich schon ein paar Tage her. Aber da, als wir die Dame befreit haben, was ich gerade sag, Quest abgeben, da hatten wir es erst mit diesen Gargoyles hier zu tun. Keine sonderlich heiteren Gesellen. So, und das Wetter sieht aus, als ob es bald wieder das Regnen anfängt irgendwie. Eure Kinder! Ja! Ja, brüll doch nur rum. der Typ ist echt cool. Ich bin gespannt, was es mit dem dann später noch so auf sich hat. Ich wollte jetzt hier, genau, mit der Frau Graumähne. Werft einen Blick darauf. Handle ich jetzt auch nochmal, vielleicht kriege ich da ja noch irgendwas los. So, wie viel Geld hat denn die Gute? Die hat fast kein Geld. Aber ich kann mal so einen Granatring loswerden. Und das war's dann auch mit ihrem Geld. Passt gut auf euch auf. Naja. Ich muss mein Zeug regelmäßiger unter die Leute bringen, ne, damit ich das Geld von den Händlern nicht immer überfordere. Das ist irgendwie... Muss ich mal drauf achten, glaube ich. So, jetzt gehen wir nochmal hoch an die Kiste und dann haben wir echt eine ganze Menge rumgeeiert.
und ich habe Mist erzählt und dann wird es Zeit, dass mal irgendwas passiert, glaube ich, ne? So, ich habe... Achso, das ist in der Truhe, ich Depp. Falsch rum, ich will ja ausladen, nicht einladen. So. Mein Dwemerbogen, der Dämmerbrecher. Ich habe so viel Mist. Topf, Topf, Eisendolch. Das kommt jetzt einfach mal weg. Boah, ey. Ein paar Frostbissgifte kann ich auch mal ausladen. Kein Mensch braucht so viel Frostbissgift dabei. Ja, das wird halt mit der Zeit wird es auch schwer einfach, diese ganzen Kleinigkeiten, ne? Ja, aber ich lade das jetzt einfach mal aus. 168. Naja. Das muss jetzt erstmal reichen. Puh. Der ganze Kleinkram verkleistert einen das Inventar. Das ist echt heftig. Also auch die Tragfähigkeit einfach. So, und dann gehen wir mal raus. Und dann satteln wir die Hühner. Ja, ich überlege gerade, soll ich rüber reiten oder soll ich schnell reisen? Was meint ihr? Ich könnte dann weiter über schlimme Sachen philosophieren wie Berge und Natur, die euch voll auf den Zack gehen, befürchte ich. Aber ich denke mal... Ich mach schnell reisen. Ich erspare euch das. So. Und wir stehen jetzt wieder hier. Ich habe ganz kurz nochmal laden müssen, weil mir ein kleines Missgeschick passiert ist. Aber macht nichts. Und ja, wie geplant reisen wir jetzt hier nach Dämmerwacht wieder, um das Quest abzugeben. Es sind jetzt circa 2 Minuten, die euch fehlen vom Spiel. Reden wir nicht drüber. Ich habe einfach eine kleine Dummheit gemacht, wie immer. Und ja. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall zu unseren Freunden da oben und erklären ihnen mal, dass wir diese Vampir-Lady befreit haben und zurückgebracht haben und die Schriftrolle haben und... Ja, also ich wäre stinksauer an deren Stelle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre sehr sauer an deren Stelle, wenn ich das gemacht hätte.